Heute geht es um den Jakobusbrief und im Besonderen um die Zunge, Kapitel 3. Wir haben in der letzten Woche gehört über Weisheit, was auch viel mit der Zunge zu tun hat, was man von sich gibt. Ist das immer klug? Ist das weise? Aber Weisheit kann auch einfach sein, wie man handelt. Und wir haben in der Woche davor von Colin gehört über Ausharren. Und in der Woche davor von Micha über ein Glauben, der durch die Liebe tätig ist und der tot ist, wenn er keine Werke hervorbringt. Michael und Elke haben letzte Woche auch viel aus den Sprüchen zitiert und man findet in den Sprüchen auch sehr viele Stellen über die Zunge, über das Wort, über das, was man sagt, wie man damit umgehen soll und dass ein Tor daran zu erkennen ist, was er alles von sich gibt für unsinniges Zeug. Und jemand, der kein Tor ist, der kann ein Tor ziemlich leicht erkennen, an dem, was er redet. Man schüttelt den Kopf und sagt sich, wie kann der nur sowas von sich geben? Und in den Sprüchen 17 heißt es, ein Tor kann auch für weise gelten, wenn er die Klappe hält, wenn er still ist. Und den finde ich gut, den Spruch, finde ich lustig. Ich denke mir, den kann man öfters mal anwenden im Leben. Wenn man keine Ahnung hat, kann man wirklich mal, wie Micha manchmal sagt, kompetent die Klappe halten. Heute geht es um die Zunge und ich möchte mit euch im Jakobusbrief ein, zwei Stellen lesen aus dem Kapitel 3, die wirklich stark sind, die in einem ganz straffen Kontext stehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Der ganze Jakobusbrief ist wirklich griffig und gut lesbar, gut verständlich. Und im Kapitel 3, ab Vers 1 aus der Elberfelder Übersetzung, lese ich vor wie folgt. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Sobald man anfängt, Jesus nachzufolgen, sehnt man sich danach, in verschiedenen Situationen nicht zu versagen. Man sehnt sich danach, sich zu beherrschen. Ich sehne mich danach, mich zu beherrschen. Und ich bewundere an Jesus die Weisheit, mit der er geantwortet hat, die Klugheit, mit der er geantwortet hat. Ich bewundere seine Werke, ich bewundere seine Selbstbeherrschung. Wir haben gerade gelesen, ein vollkommener Mann ist jemand, der einfach das kontrollieren kann, was er sagt oder was er nicht sagt. Das perfekte Beispiel dieses vollkommenen Mannes sehen wir in Jesus am Kreuz, der am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der am Kreuz Menschen segnet, Menschen verbindet, Menschen zusammenbringt. Der sich beherrschen kann, der nicht flucht und nicht stöhnt, obwohl er geschmäht wird, schmäht er nicht zurück. Das ist mein Vorbild, dem will ich nachfolgen. Und oft genug passiert genau das Gegenteil davon. Zu oft. Es ist egal, wie oft es passiert, es ist Tatsache, dass es passiert. Und auch Jakobus muss das so gegangen sein. Er sagt, hey, es sollen nicht so viele Lehrer sein. Warum? Wir alle verfehlen uns oft. Und der Maßstab für Lehrer ist besonders hoch. Und ich erfahre es oft genug, dass wir einander belehren. Ich gehe manchmal hin und will jemanden belehren und wie oft kommt es vor, dass wir unbedacht handeln. Die Zunge zu beherrschen ist eine Kunst und ich möchte ein, zwei Tipps heute geben, wie man das machen kann, aber ich möchte auch von mir erzählen, wie mir das oft nicht gelingt. Und wenn wir weiterlesen im Jakobus 3, Vers 7, wird es noch schmerzhafter, warum wir das überhaupt beherrschen sollen und nicht können. Da ist die Rede davon, von den kleinen Dingen, die so einen großen Einfluss haben, von dem Zaumzeug, das Zaumzeug, das ein ganzes Pferd lenkt, das kleine Ruder, das ein riesiges Schiff lenkt, das kleine Feuer, das einen ganzen Wald in Brand setzt. Und da knüpft Jakobus an dieses Beispiel und er sagt, auch die Zunge, im Vers 6, auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins der Welt entzündet und von der Hölle entzündet wird. Von der Hölle entzündet und bestimmt den ganzen Lauf der Welt.
In Deutschland musst du in der Geschichte nicht allzu weit zurückgehen, um zu sehen, wie sehr durch Worte die Welt entzündet wurde. Und die Zunge hat so einen großen Einfluss. Und heutzutage, Gott sei Dank, ist die Gesellschaft ziemlich geläutert, aber wir sehen auch viel schlechte Beispiele. Aber ich möchte nicht über die Welt sprechen, sondern ich möchte wirklich innerhalb unserer Gemeinde bleiben. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich in einer Gemeinde bin, dass ich Freunde, Geschwister habe, die total darauf achten, was sie sagen, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander reden, die geübt darin sind, achtsam zu sein, die sich darum bemühen, zu reden, was ermutigend und erbaulich ist, die ihre Zunge hüten. Und trotzdem haben wir alle damit zu kämpfen. Und innerhalb der christlichen Gemeinde ist es auch, es fällt mir auf, in meinem Leben, wo ich diese Grenzen übertrete und überschreite. Und ich möchte nicht auf die anderen schauen, ich möchte nicht auf die Gesellschaft schauen, sondern einfach mal schauen, wie geht es mir in meinem Leben als Christ. Das erste Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist, das ist ärgerlich, aber auch ermutigend. Ich war mit jemandem zusammen, mit dem habe ich lange zusammen gearbeitet, und dann gab es eine Situation, die war so ärgerlich, dass ich wirklich geflucht habe. Und ich habe das S-Wort benutzt, und er hat sofort reagiert und hat sich wirklich gewundert, nachdem ich 1, 2 Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe, gesagt, das kenne ich nicht von dir. Und er war richtig so, hey, das geht aber nicht. Dabei hat er das wirklich oft benutzt. Und ich fand es lustig, dass er mir das nicht zubilligt, wo er das doch oft macht. Und das hat mich deswegen ermutigt, weil ich mir gedacht habe, es bringt was, wenn ich darauf achte, wie ich rüberkomme, was ich rede. Weil ich wollte, dass die Leute Gott kennenlernen. Und ich wollte Jesus nachfolgen. Ich habe mir einfach gedacht, mein Idol ist Jesus. Ich möchte sein wie er. Es ist anmaßend, so sein zu wollen wie er, aber gleichzeitig ist es auch alternativlos. Er ist das Beispiel, dem ich nachfolgen will. Gleichzeitig führt das dazu, dass ich immer wieder scheitere, dass ich einfach merke, ich brauche Gottes Gnade, anders komme ich da nicht raus. Aber die Worte sind wirklich stark, die Jakobus wählt. Er sagt, dass die Zunge von der Hölle entzündet ist. Und als ich über diese ganze Predigt nachgedacht habe, sind mir 2 Stellen eingefallen, in denen auch von der Zunge die Rede ist und in denen auch vom Feuer die Rede ist. Die eine Stelle ist Mose. Mose hütet die Schafe seines Vaters in der Wüste 40 Jahre lang. Und dann ist er 80 Jahre alt. Und dann begegnet ihm eine Erscheinung, ein brennender Dornbusch. Und er geht dahin, schaut sich das an, und dann spricht Gott aus diesem Dornbusch. Und Gott beauftragt ihn, etwas zu tun. Und Mose sagt, nee, meine Zunge ist gar nicht geschickt genug, um das zu tun, was du willst. Und die andere Geschichte ist die Apostelgeschichte im Kapitel 2. Da ist die Ausgießung vom Heiligen Geist, die dazu führt, dass die Apostel und die Gläubigen anfangen, Sprachen zu sprechen, die sie gar nicht beherrschen. In Zungen reden. Und das Feuer kommt vom Himmel und setzt sich wie eine Zunge auf jeden Einzelnen von ihnen und ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Es ist davon die Rede, dass der Heilige Geist ausgeschüttet wird. Und warum diese Bilder? Jakobus sagt, dass die Zunge von der Hölle entzündet ist. Und dieses Bild mit dem Dornbusch und mit Mose, das ist für mich schon eine Andeutung davon, dass da kommt schon der Geist ins Spiel, der unser Herz entzünden soll, damit unsere Zunge nicht mehr von sich gibt, was wir wollen, sondern was Gott will. Aber das passiert in dem ganzen alten Bund nur punktuell. Mose macht das dann. Mose sagt wirklich, er hört von Gott wörtlich, was er sagen soll, und er gibt es weiter. Und es gibt nur wenige Beispiele, wo er sich mal verfehlt im Wort, ich weiß nur eins, und einmal schlägt er mit dem Stock, verliert er die Beherrschung. Beides hat wirklich Konsequenzen für ihn. Und in der Apostelgeschichte, die Ausgießung vom Heiligen Geist, ist das erste Mal, dass Gott scheinbar Kontrolle übernimmt. Und der Geist Gottes die Kontrolle übernimmt über Menschen, die ihm gehorsam sind, die an ihn glauben. Und das ist für mich ein Ausweg, wo ich mir denke, ich möchte auch, dass Gott die Kontrolle übernimmt. Und wenn wir diese ganzen Anweisungen in der Bibel, aber auch im Jakobusbrief nehmen, dann stellt sich die Frage, was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel ist doch, dass Gott die Kontrolle übernimmt. Und wie geschieht das? Soll ich einfach ein Roboter werden, der tut, was er tun soll? Das liegt mir, ich kann das gut, ich kann gut Gebote befolgen, ich bin freiheitsliebend, aber wenn mir was richtig erscheint, dann bin ich auch sehr motiviert, das umzusetzen.
Nein, das will Gott nicht. Gott möchte, dass wir lieben lernen, dass wir liebende Wesen sind, so wie er ein liebendes Wesen ist. Und er hat uns zuerst geliebt, damit wir lernen, ihn zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Im 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, dass die ganzen Gebote dazu dienen, dass wir Liebe haben. Und die Liebe entsteht aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und aus einem ungeheuchelten Glauben. Micha hat darüber geredet, wenn unser Glaube keine Werke hat, das ist Heuchelei und befleckt auch unser Gewissen. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, der weiß, dass er ein schlechtes Gewissen hat oder sein Gewissen abstumpft. Aber Gottes Geist kommt und will uns daraus befördern. Dieses Feuer, der Heilige Geist, der eifersüchtig wacht über den Geist, der in uns wohnt, der befreit uns, der leitet uns an, der überführt uns und arbeitet in uns. Und den brauchen wir, um frei zu werden, um diese Zunge mehr zu beherrschen. Ich glaube nicht, dass wir das als Christen jemals vollkommen schaffen werden, aber ich glaube, dass uns der Geist wirklich helfen kann, dabei geduldig zu sein, liebevoll zu sein und echt zu sein. Aber das Gebot dient erstmal dazu, ein reines, das Herz zu bewahren, zu gucken, verfehle ich mich irgendwo und darauf zu achten. Der Jakobusbrief, jeder versteht den, jeder weiß, jeder vernünftige Mensch weiß, okay, das ist wichtig, darauf zu achten, was ich rede. Und der Jakobusbrief ist wie eine Erinnerung daran, wie eine Verstärkung daran. Der sagt, pass auf, behüte deine Zunge, das ist wichtig, das hat große Konsequenzen, das hat weitreichende Konsequenzen, größer als du dir vielleicht vorstellen kannst. Wie können wir Widerstand leisten? Im Jakobus Kapitel 4, Vers 7 sagt Jakobus oder schreibt Jakobus, dass wir dem Teufel Widerstand leisten sollen, weil er dann von uns flieht. So, wenn das Herz von der Hölle entzündet ist, vom Teufel, und wir leisten Widerstand, dann flieht dieses Feuer oder vielleicht erlischt es. Und gleichzeitig kommt Gott und naht sich uns und wir werden von einem anderen Feuer entzündet. Und dem sollen wir nachgehen. Das ist die Wichtigkeit, auf die Jakobus hinweist. In Römer 12, Vers 14 heißt es, dass wir nicht fluchen, sondern segnen sollen. Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde segnen. Im 1. Timotheus 2, Vers 3 ist eine Aufforderung, dass wir Fürbitten und Danksagung vor Gott bringen. Das machen wir durch unsere Zunge. Das können wir einüben. Und das Ziel davon ist, wirklich ein reines Herz zu bewahren und in der Liebe zu wachsen. In Lukas 6 heißt es, Lukas 6, Vers 45, wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Da ist vom guten und vom schlechten Menschen die Rede. Und Jesus sagt, der gute Mensch, der bringt aus seinem Herzen Gutes hervor. Und das ist gut, das einzuüben. Und ein Herz kann sich verändern. Durch Danksagung entwickelst du ein dankbares Herz und durch Fürbitte entwickelst du auch ein liebendes Herz für andere. Also es gibt praktische Übungen, wie wir das voranbringen. Ein Schritt tiefer zu gehen, würde bedeuten, sich mal anzugucken, okay, was sind denn das für Sätze, die wir in unserem Kopf haben, die unser Herz immer wieder entzündet. Da gibt es Sätze, die wir vielleicht immer mit uns rumschleppen, dass wir sagen, ich bin nicht gut genug. Und vielleicht sehen wir das dann auch in anderen und behandeln die kritisch. Und wichtig ist zu lernen, diese Zusagen, die Gott uns gegeben hat, diese alten Glaubenssätze durch neue zu ersetzen. Warum? Damit wir aus einem guten Herzen Gutes produzieren. Und durch Gottes Geist haben wir einen echten Booster, wenn wir es versuchen. Weil wir schwach sind, brauchen wir Gottes Geist. Und der hilft uns dabei. Wer hat dieses Herz von uns in Brand gesetzt? Jakobus sagt, das ist von der Hölle entzündet. Und der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, der kann wirklich sichtbar werden dadurch, was wir reden. Im Sprüche 17, Vers 27 heißt es, ein Narr, wenn er den Mund hält, kann auch als Weise durchgehen. Und gleichzeitig ist es nicht eine Option, nichts zu sagen, sondern in Jakobus 4, Vers 17 ist auch die Rede davon, dass wir aufeinander Acht haben sollen, dass wir
wenn wir wissen, Gutes zu tun und wir es nicht tun, dass das eine Zielverfehlung ist. Im 5,19 sagt Jakobus, dass wir einander Acht haben sollen, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Wenn du jemanden siehst und denkst dir, das ahne ich schon, wo das lang geht, aber du sprichst es nicht an. Das ist eine Zielverfehlung. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Das ist nicht auf dein Gewissen achten. Das ist nicht auf dein Herz achten. Das ist nicht, das ist wie ein Glaube, der geheuchelt ist. Das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Und das erfordert Mut, Dinge anzusprechen, aber auch in Liebe ansprechen. Michael und Elke, die haben letzte Woche über Weisheit gesprochen. Und eine Formel, die mir hängen geblieben ist, Liebe und Wahrheit ergibt Weisheit. Also Weisheit ist eine Kombination aus Wahrheit und Liebe. Wenn ich die Wahrheit ohne Liebe sage, das ist nicht sehr weise. Aber wenn ich die Wahrheit mit Liebe sage, das ist eine Form von Weisheit, von Reife. Dazu hat Gott uns unsere Zunge gegeben und die ist ein kleines Ruder. Und die kann natürlich total desaströs sein, aber dieses kleine Steuer kann auch dieses große Schiff in die richtige Richtung bringen. Also ist es vielleicht eins, wo wir zuerst anfangen sollen. Wie Jesus gesagt hat, behüte dein Herz. Ich überlege gerade, ob das Jesus war, das ist aus den Sprüchen. Behüte dein Herz mit ganzem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was ist die Herausforderung für uns? Dem Bösen zu widerstehen, aber das Gute zu suchen. Uns zu füllen mit Gebet und mit Wort und einander Gutes zusprechen. Es ist einfach. Und gleichzeitig brauchen wir Gottes Geist, um das wirklich mit Freude zu machen und von Freude erfüllt zu sein. Ein Beispiel von mir noch einfach, um das rund zu machen, um vielleicht die Diskussion zu Hause anzuregen. Wenn ich spazieren gehe, was mir regelmäßig passiert, ist, dass ich so Hundehäufchen sehe. Und ich bin so wütend darüber. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn ich so wütend werde, denke ich mir, warum habe ich darüber so starke Gefühle? Aber über die Verlorenheit von den Menschen, die mir begegnen, so wenig. Ich bin eher bereit, aber ich verkneife es mir hinzugehen, einen Hundebesitzer zurechtzuweisen, so nach dem Motto, hey, schaut mal den Dreck hier, anstatt hinzugehen und in Liebe und in Weisheit über Jesus zu sprechen. Das kommt mir vor wie ein geheuchelter Glaube. Und ich kann auf meine Zunge achten. Und meine Zunge ist ein Zeichen dafür, auch wo es lang geht in meinem Leben. Deswegen mache ich es heute auch kurz. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt gute Diskussionen und könnt euch gut darüber austauschen, wo ihr Schwierigkeiten habt, wo ihr denkt, da würde ich mich gerne mehr beherrschen. Da ärgere ich mich drüber, dass es mir so schwer fällt. Und auch das Übereinander reden, vielleicht noch zum Schluss eine Stelle, die mir gerade noch in den Sinn kommt, dass wir sollen nicht übereinander seufzen. Im Jakobus 4, Vers 1 heißt es, wir sollen nicht schlecht übereinander reden. Und im Jakobus 5, Vers 9 heißt es sogar, wir sollen nicht mal jammern. Oft gehen wir hin und sagen, oh Mann, kann ich dir mal über den einen Bruder erzählen, das ist so anstrengend. Und wir reden vielleicht nicht wirklich schlecht, wir meinen es gut, aber wir seufzen und jammern. Und das Niveau ist wirklich hoch. Gott möchte, dass wir das nicht machen, sondern dass wir Gutes reden übereinander und dass wir zu dem anderen zuerst hingehen und mit dem reden. Gar nicht mit anderen darüber sprechen. Also halte den Maßstab hoch, es lohnt sich, die Leute kriegen das mit, die sind aufmerksam und außerdem wird es dein eigenes Herz befeuern mit dem Geist Gottes, woraus immer viel lebenswerte Frucht entsteht. Gott sei die Ehre.